Ich grüße euch Leute. Heute, wie versprochen, die Grinding-Ausgabe zu, ja, zum Feiertag. Tag der Deutschen Einheit ist heute. Und wir werden einfach mal gepflegt ein bisschen das Team-Event zocken. Ich bin auf mein Team wirklich richtig stolz. Zum Zeitpunkt, wo ich das jetzt aufnehme, wir haben es jetzt 13 Uhr, Leute. Und richtig heftig. Wir haben nämlich tatsächlich schon die ultimative Karte geholt. Und sind jetzt tatsächlich schon an James Ellsworth, was ich richtig krass finde. Und wir werden da jetzt einfach mal zwei Matches zusammen machen. Und ja, und dann habe ich ja gesagt, ja, wollen wir ganz einfach heute mal wieder labern, wie es quasi typisch bei so einer Grinding-Ausgabe hier ist. Gerade mal ganz aktuelle Sache, was ich mit euch bereden möchte. Ich habe jetzt vorhin schon mal versucht, mich so ein bisschen reinzufuchsen, wegen YouTube, Streaming und so, weil ich bin so einer, wenn, will ich das natürlich nicht halbherzig machen, sondern will natürlich auch den Chat einblenden, das soll so angeordnet sein und dann mit den OBS-Einstellungen und was weiß ich nicht alles, bin auch richtig froh und zwar möchte heute zum Tag, wo ich das jetzt hier aufnehme, der gute Marius von Marius Wrestling Blog, mit denen habe ich mir geschrieben bei Discord über den, ja, über den Channel dort vom Edeljobber. Und habe ihn einfach mal gefragt, ob er sich vielleicht mal kurz die Zeit nehmen kann, was heißt kurz, wir werden sehen, dass er mir dann ein bisschen erklären kann, wie das da funktioniert, auf was ich achten soll, was für Einstellungen ich da machen soll. Und ja, weil ich bin ganz ehrlich, ich bin ja dann auch immer heiß wie Frittenfett und will das so schnell wie möglich hinkriegen. Und weil, Leute, jetzt große Ansage, mein großes Ziel, weil ich habe ja auch frei und ich will das in dieser Zeit wirklich geschissen kriegen, sage ich euch. Ich möchte nächste Woche Freitag, wenn WWE 2K18 rauskommt, ich habe mir ja auch die NAF Edition vorbestellt und habe die ja quasi dann vor dem 17.10., am 13.10., den Freitag nächste Woche. Und da möchte ich zum Release abends, möchte ich einen Stream machen, wo ich quasi mit euch, ja, die ersten Minuten, Stunden, je nachdem, wie lang der Stream sein wird, möchte ich mit euch dort einfach zusammen machen. Dort davor, sage ich ganz ehrlich, zum Testen will ich nochmal einen Stream machen. Ich weiß noch nicht, ob ich dort der NBA 2K mit euch zocke oder Destiny oder vielleicht auch Supercard. Ich weiß es einfach noch nicht, Leute. Darauf liegt doch nicht der Hauptaugenmerk, sondern der Hauptaugenmerk liegt darauf, dass die Technik funktioniert, dass das alles halt einfach klappt, weil es ist auch immer was anderes, ob man jetzt von der PlayStation streamt oder ob man jetzt vom PC streamt. Ja, wie gesagt, ich will mich da jetzt reinfuchsen, jetzt heute Morgen und vielleicht kommt dann die Woche dann schon der erste Teststream. Werde das jetzt auch nicht groß an die große Glocke hängen. Die Leute, die dann da sind, da freue ich mich mega drüber, dass wir dann vielleicht schon in der Situation schön miteinander quatschen können und ihr mir vielleicht auch sagen könnt, hey Christian, Ton runter vom Spiel, dein Ton höher, die Verzögerung ist zu groß, dass wir ganz einfach zusammen den Stream bei mir so ein bisschen, ja, mit den Einstellungen das mache und dass das einfach mal funktioniert, weil es ist ja noch kein Meister vom Himmel gefallen und es wird ja für mich auch der erste Stream sein und ja, will ganz einfach diesen Luxus, den YouTube bietet, dass man halt auch streamen kann, möchte ich natürlich auch nutzen, dass ich ganz einfach live mit euch dann dort in Kontakt treten kann. Aber ich habe das ja in meinem letzten Video schon gesagt, aber ich wollte euch das jetzt einfach auch nur erzählen, Leute, dass ihr wisst, dass ich da am Ball bin. Also das ist wirklich, ich bin da so einer, ich verspreche jetzt nicht wirklich nur, sondern ich will das dann auch wirklich durchziehen und weil ich auch einfach richtig Bock habe zu streamen. Das sage ich ganz ehrlich, da freue ich mich richtig drauf, weil ich ganz einfach mit euch live mich dort unterhalten kann. Und ich bin ganz ehrlich, das, was ich da spiele, ist schon fast nebensächlich, weil Hauptsache, ich kann mit euch dort quatschen. Darum geht's mir nämlich wirklich, weil es ist in letzter Zeit, merke ich es wirklich, viele Leute fragen mich, ob ich sie bei Facebook als Freunde hinzufügen kann, ob ich ja immer wieder mit denen schreiben kann und sowas. Und ich will ganz einfach natürlich viel schaffen in bestmöglicher Zeit. Und deshalb sind so eine Streams ja dann natürlich optimal, Leute. Bezüglich hier Facebook-Freunde. Nimmt es mir nicht übel, wenn ich euch dort jetzt nicht in meiner privaten Freundschaftsliste dort mit reinnehme. Weil, seien wir mal ganz ehrlich, man kennt sich. Aber private Freundesliste ist natürlich was anderes. Das ist für Bekannte, Familie, Arbeitskollegen. Und ich werde aber auch in meinen Ferien eine Facebook-Seite, so eine Like-Seite oder vielleicht auch in Persona mit Christian und er, mal gucken, noch eine Seite gründen, wo ihr dann quasi auch
Freundschaftseinladung schicken könnt und ich die dann auch bestätigen werde und ich dann dort auch mit euch über diese Facebook-Seite mit euch auch in Kontakt treten kann. Also ich will ganz einfach diesen Faktor Community möchte ich hier ein bisschen ausweiten, weil wir werden wirklich immer mehr hier und es werden immer mehr Leute, die auch kommentarmäßig unterwegs sind, es werden immer mehr Leute, die auf Facebook mit mir in Kontakt treten, ne? Und ich muss ganz einfach ja gucken, dass ich das alles unter den Hut kriege, was wirklich ja manchmal dann auch nicht so einfach fällt, Leute. Aber Leute, das ist ein Reifeprozess, den ich durchlebe und das werde ich mit euch zusammen erleben und das werden wir zusammen auch schaffen. Da bin ich mir ganz sicher, Leute. Und ja, da kommen wir dann gleich mal zum ersten Thema, wenn ich sage, Community wird immer größer, Leute. Habe ich ja gestern angekündigt, ich will mit euch darüber reden, über die Abonnenten bei mir auf dem Kanal. Und ich weiß, euch hängt's vielleicht schon aus den Ohren raus, dass ich immer wieder mich bedanke und auch und was weiß ich nicht alles. Aber Leute, es ist ganz einfach so, ich hätte nie im Leben gedacht, dass ich so eine Abonnentenzahl erreiche. Nicht nach einem halben Jahr, nach einem Jahr, nach zwei Jahren, was weiß ich nicht alles, sondern dass es so verdammt schnell ging. Guckt euch das an, Leute. Wir haben tatsächlich gemeinsam die 600 Abonnenten geknackt. Und da möchte ich wirklich mich auch bei euch bedanken, weil jeder einzelne von euch hat ja dazu beigetragen, dass der Kanal jetzt so dort ist, wo er ist. Natürlich, ich mache die Videos und was weiß ich nicht alles. Aber ihr abonniert ja letztendlich. Und das motiviert mich natürlich, das auf die Art weiterzumachen, wie ich es jetzt mache. Ich mache ja wirklich zurzeit, ich krieg's noch hin, täglich ein Video rauszuhauen. Das sollte jetzt auch in meinen Ferien kein Problem sein. Aber ich sage auch ganz ehrlich, wenn wir dann mal einen Stream machen werden, dann werde ich dann den Tag kein Video raushauen, sondern dann nutzen wir dann den Stream als tägliche Aktivität hier auf meinem Kanal. Ich denke mal, ist selbstverständlich, wenn ich das jetzt so sage. Aber Leute, wirklich, 600 Abonnenten, ey, stellt euch das mal vor. Es ist für viele von euch, die denken sich, na, ist eine kleine Zahl. Aber glaubt mir, wenn ihr selber in der Situation seid und dort so einen Kanal gründet und Videos macht und was weiß ich nicht alles, ihr werdet ja komplett ins kalte Wasser geschmissen. Ihr wisst nicht, wie kommt ihr an bei den Leuten, sind deine Videos gut genug, so will ich mich mal ausdrücken, oder, ja, schaffst du dir schnell viele Hater an, weil es ist natürlich auch bekannt, dass gerade bei Supercard, ich sag mal, diese Beef-Schwelle ist ziemlich groß, ne? Also wirklich, wenn man dort bestimmte Aussagen tätigt, kann es sehr, sehr schnell passieren, dass dann in den Kommentaren oder was weiß ich, in persönlichen Nachrichten, ne, die Leute auch einfach mal ein bisschen scheiße drauf sein können. Ich muss es ganz einfach beim Namen nennen. Und ich sage auch ganz ehrlich, das war so ein bisschen meine größte Angst gewesen, bevor ich den YouTube-Kanal gegründet habe, weil ich ganz einfach bei anderen Kanälen gesehen habe, wie Leute dort in den Kommentaren zum Teil unterwegs sind. Und das war so ein bisschen meine Angst gewesen. Das sage ich ganz ehrlich. Ich bin zwar jemand, wo ich sage, ich kann mit Kritik umgehen. Und ich muss auch wirklich sagen, seitdem ich YouTube mache, kann ich mit Kritik weit besser umgehen jetzt. Also das muss ich wirklich sagen, weil ich muss aber auch sagen, ich bin wirklich verwöhnt von euch. Das muss ich ganz einfach sagen. Ich habe es ja wirklich mit euch geschafft. Die Community, die jetzt hier gewachsen ist, das sind alles, also ich habe noch keinen einzigen, das muss ich einfach sagen, der blöde Bemerkungen in den Kommentaren macht, der mir blöde Nachrichten schreibt jetzt privat, sondern es ist alles immer auf einer, ja, respektvollen Ebene. Das muss ich einfach mal so sagen. Und das erleichtert es mir natürlich. Also ich kriege immer wieder in den Kommentaren, ihr gebt mir positive Worte, ihr motiviert mich damit weiterzumachen und das macht es mir sowas von einfach. Das macht es mir wirklich richtig einfach, mich zum einen zu motivieren und mit der Sache gut umzugehen, was ich hier mache. Dass ich da wirklich immer, wenn ich an YouTube denke, denke ich immer positiv. Ich habe nichts Negatives. Es ist einfach nichts Negatives in meinem Kopf und das ist euer Verdienst. Dass, wenn man jetzt zum Beispiel denkt, oh, muss schon wieder ein Video machen, wer weiß, wie das ankommt und was weiß ich nicht alles. Aber es ist wirklich so, ich mache diese Supercard-Videos, das ist ja das, was hauptsächlich von euch geguckt wird. Und ihr schreibt nur positiv drunter. Wenn dort immer Leute drunter schreiben, mache das mal anders, das ist für mich nicht negativ, sondern ihr wollt mir ja helfen auf irgendeine Art und Weise. Konstruktive Kritik ist immer gerne gesehen und Leute, die damit nicht umgehen können oder das nicht wollen, die sind in meinen Augen hier ein bisschen falsch. Aber Leute, wirklich danke, ihr seid einfach nett. das muss man einfach mal so sagen. Und wie gesagt, diese Zahl 600 ist für mich so surreal. Das muss ich einfach sagen. Ich habe es auch in anderen Videos schon mal gesagt, dass ich sehr, sehr lange schon andere auf YouTube verfolge.
Und vor allem kleinere YouTuber, weil dort ganz einfach für mich diese Leidenschaft, das Hobby so ein bisschen mehr im Vordergrund steht. Die Leute reden ganz anders als jetzt die, die das jetzt auf irgendeine Art und Weise kommerziell betreiben, um dort vielleicht ein bisschen Pinke-Pinke abzugreifen. Vollkommen legitim, vollkommen okay. Aber die Leidenschaft, finde ich, ist so bei kleineren YouTubern ein bisschen mehr. Und da sind halt viele, die ich verfolgt habe. Und was für mich so komisch ist, das ist für mich auch eine total beschissene Situation, das muss ich ehrlich sagen, dass ich da viele von den Abonnenten eingeholt habe. Obwohl ich dieses Wissen gar nicht habe. Ich weiß gar nicht so richtig, wie das mit YouTube so richtig komplett funktioniert. Ich weiß gar nicht, wie ich bei OBS die ganzen Einstellungen machen soll, ohne Ulti. Ich weiß gar nicht, wie ich das mit den Audiospuren mache. Ich weiß gar nicht so richtig, wie das mit dem Video bearbeiten auf einem höheren Level funktioniert. Ich bin da so low level unterwegs. Ihr müsst euch vorstellen, ich tue meine Videos bearbeiten mit Shotcut. Das ist ein kostenloses Programm, was man sich runterladen kann. Was für meine Begriffe vollkommen ausreichend ist. Klar stoße ich in gewissermaßen manchmal an meine Grenzen. Das ist so vollkommen okay. Aber wenn ich dann so höre, dass so kleinere YouTuber, die holen sich PowerDirector, eine Software, die Haufen Kohle kostet. Die holen sich eine Bombenkamera. Die holen sich Softboxen wegen Licht. Licht, gleich wieder so ein Ding. Ich habe hier kein Licht. Da ist ein Fenster. Deshalb ist hier aber das Licht so. Und draußen stehen Bäume und die Sonne strahlt mal so und mal so. Deshalb bin ich hell und dunkel. Es ist quasi, ja, eine gewisse Professionalität, die ich hier ganz einfach mit dem Equipment, wie ich es jetzt habe, noch nicht bieten kann. Aber trotz alledem habe ich von den, wenn man es jetzt an Abonnenten misst, was eigentlich scheiße ist, was man nicht machen sollte, weil Abonnenten beschreiben nicht, ob man gut oder schlecht ist. Abonnenten, ja, ist einfach nur so, wie wirst du angenommen, wie wirst du geguckt und so, in Persona, wie kommst du an? So sehe ich das jetzt ein bisschen. Und ich sehe ganz einfach, dass Leute, die sich wegen Technik so eine komplette Platte machen und eine Waffel machen, dass die trotzdem, ich will nicht Erfolg sagen, das ist ein scheiß Wort, trotzdem nicht diese Abonnentenzahl erreichen wie ich. Ich habe wirklich Leute, die ich abonniert habe, die machen YouTube seit 5, 6 Jahren und haben nicht mal die Hälfte meiner Abonnenten. Das finde ich scheiße, das ist für mich komisch, das ist wirklich eine komische Situation, weil ich bin der Noob, ich bin der Neuling. Das ist, echt, versucht euch da mal in meine Lage zu versetzen, das ist wirklich komisch. Und ich bin, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich bin da verwöhnt, weil ihr seid ja so nett. Ihr schreibt ja nichts Negatives. Ihr seid, auch wenn da mal jemand einen Daumen runter macht. Mensch, so eine Leute gibt's immer. Ist vollkommen okay. Man weiß ja auch nicht, warum geben sie einen Daumen runter. Habe ich ein bisschen Scheiße gelabert? War wegen der Qualität irgendwas blöde gewesen? Erwarten sie mehr? Gönnen sie mir die Puls nicht? Was weiß denn ich nicht alles? Es gibt Gründe, warum Leute Daumen nach unten geben. Aber ich merke in den Supercard-Videos für mich kleine Bimmel, wie ich mich immer noch auf YouTube sehe, als ganz, ganz kleine Bimmel, dass ich da manchmal Videos habe mit 50, 60, 70 Daumen nach oben. Das ist ja einfach mal der Wahnsinn. Das ist ja der Hammer. Und wie gesagt, das ist für mich so, so komisch. Ich habe Leute, die verfolge ich seit Jahren auf YouTube. Und die sind von den Abonnenten her weiter unten als ich. Glaubt mir, es ist eine komische Situation für ihn selber. Man freut sich dann zwar und sagt, ey, geil, hast du jetzt aber doch schon ganz schön Abonnenten gerissen und sowas, ist echt cool. Die Leute, die mögen das, was du machst und was weiß ich nicht alles. Und ihr glaubt gar nicht, wenn mir dann Leute so Nachrichten schreiben, gerade so auf Facebook, da schreiben die Leute ja dann manchmal auch ein bisschen persönlicher, was ich vollkommen schön finde. Wenn die dann wirklich so schreiben, dass sie das genießen, was man hier macht, dass sie dann kurz mal abgelenkt sind vom Alltag, Spaß haben und was weiß ich nicht alles. Leute, das ist so komisch, so für mich, dass ich das erreiche, weil ich mache nichts, ich sitz hier, ich guck mir, ich nimm, ich, also ich nehme jetzt hier auf, wie ich Supercard spiele. Und nebenbei schnack ich halt mit euch. Aber es gibt halt wirklich Leute, die erreiche ich dorte, die halt wirklich sagen, das ist super, um mal abzuschalten oder einfach um Spaß zu haben. Oder dass es auch die Aussagen, die ich treffe, dass sie das total cool finden. Es ist einfach. Und das Wort surreal beschreibt es eigentlich super. Es ist so komisch für mich. Weil für die, die jetzt neu auf meinem Kanal sind, ich habe damals gesagt gehabt, wo ich angefangen hatte, und das habe ich auch damals, ich glaube, wo ich den Vlog gemacht habe mit den 100 Abonnenten. Da hatte ich gesagt gehabt, dass ich mir eigentlich vorgenommen hatte, für das Jahr erstmal so ein bisschen in diese YouTube-Materie reinzukommen und es zu schaffen für das Jahr 2017, wo ich angefangen habe. Im März, wie gesagt, habe ich angefangen, dass ich es schaffen will, 50 Abonnenten in der Zeit zu schaffen. Um einfach zu sagen, gut, das, was du da machst, erreicht ein paar Leute und was weiß ich nicht alles. Wie gesagt,
Ich wollte 50 Abonnenten für das Jahr haben. Das war so ein bisschen das Ziel, was ich mir selber gesteckt habe. Und dann, es ist Wahnsinn. Also ich warte, ey, wenn jetzt so Leute von euch, die sich so ein bisschen mit Wirtschaft oder wirtschaftlichen Begriffen auskennen. Also es ist ja zurzeit ein Hoch auf meinem Kanal. Es geht ja steil nach oben. Also man muss das von den Abonnenten. Und ich warte auf den Punkt, wo die Spitze da ist und wo es wieder fällt. Auf den warte ich. Und der muss ja irgendwann kommen. Der muss irgendwann kommen. Das Einzige, was ich ja machen kann, ist diesen Punkt hinaus zu verzögern, indem ich immer mal neue Sachen mache, vielleicht ja, breit gefächert was mache, wie jetzt mit den Streams und was weiß ich nicht alles, dass diese Kurve weiter nach oben geht. Aber Leute, ich bin schon wieder, ich laber mich schon wieder um Kopf und Kragen. Das Ding ist, ich will ja, ich habe ja gar nicht, ich bin ja gar nicht so herangegangen an die Sache und gesagt, ich will diesen Verlauf immer nach oben haben, sondern ich will ja das machen, was mir Spaß macht. Und jetzt habe ich Bock, ich habe richtig Bock, mit Streaming anzufangen, auf YouTube, nicht auf Twitch oder so, sondern auf YouTube, weil ihr Leute, die jetzt hier mich abonniert habt, ihr seid hauptsächlich auf YouTube unterwegs und deshalb möchte ich euch natürlich auch über diese Plattform erreichen. Und ja, deshalb werde ich das auf YouTube machen und ich habe da einfach Bock drauf. Ich habe da richtig Bock drauf. Vielleicht doch ganz einfach mal, um es zu schaffen, dass Leute, die jetzt meine Videos gucken, aber in den Kommentaren nicht weiter unterwegs sind, dass die dann vielleicht bei dem Stream immer sagen, na, ich schreibe da auch mal Hallo rein. Ich sag da auch mal Hallo zum Christian. Und da habe ich Bock drauf, dass ihr da einfach mal auch mit mir in Kontakt tretet. Diese Leute, die sonst immer still sind. Natürlich, die treuen Zuschauer, die jedes Mal unter meine Videos schreiben, wo ich mich mega drüber freue, weil da weißt du, das sind Leute, denen liegt richtig was daran, was du machst. Über die freue ich mich genauso. Und über die freue ich mich mindestens genauso sehr, wenn die auch in den Streams dann mit da sind. Also versteht mich da jetzt wirklich bitte nicht falsch. Ich labere halt manchmal immer schneller als die Zunge. Ach, es ist einfach komisch für mich. Ich muss es einfach mal so sagen. Aber mir macht es ja wirklich Spaß. Das muss ich ja wirklich sagen. Und ich finde es auch so, so klasse. Ich hatte damals nämlich Angst gehabt, weil ich ja, wo ich angefangen habe, wirklich nur die WWE-Games habe ich ja dort behandelt gehabt. Und hat da wirklich ein bisschen Schiss gehabt, wo ich da so ein bisschen mit Let's Play was drin hatte. Oder wie jetzt mache ich halt NBA, mache hin und wieder mal ein Destiny-Video und was weiß ich nicht alles. Mach Unboxings, also so breit gefächert. Und das war so ein bisschen mein Ziel, dass ich einfach so ein bisschen breit gefächert bin. Und klar haben diese Videos nicht die Aufrufe wie jetzt meine Supercard-Videos. Darum geht's mir nicht. Aber mir geht's darum, dass ihr ganz einfach mich in Persona kennenlernt, wie breit ich gefächert bin, für was ich mich auch noch so alles interessiere. Und auch das wird gut aufgenommen. Also jetzt nicht informieren, dass das übelst viel Aufrufe hat. Aber man muss das immer prozentual mal sehen, was deine Abonnenten sind und was da prozentual die Aufrufe für so ein Off-Topic, sage ich jetzt mal, ist, als jetzt eine Supercard oder die WWE. Und dafür sind es geile Aufrufe. Man muss wirklich versuchen, immer das Beste zu sehen. Und das ist, und das versuche ich. Klar kann sagen, du redest dir das schön und was weiß ich nicht alles, aber so ist es nun mal ganz einfach, Leute. Und ich freue mich dann auch, selbst wie jetzt, wo ich hier diese Christians Nintendo Days gemacht habe. Es läuft ja auch noch weiter, das Format. Also keine Angst, Leute, die das jetzt hier verfolgen bei mir. Wir sind ja jetzt bei Platz 4. Genau, Platz 3 will ich nämlich heute oder morgen noch aufnehmen. Also es kommt die Woche noch, keine Sorge. Und ja, finde ich einfach schön, dass das auch in irgendeiner Form ankommt. Ja, und wenn das nicht so oft gerufen wird, das war mir im Vorhinein klar, dass das nicht so oft gerufen wird. Aber ganz einfach, ihr sollt ja sehen, wer ich bin. Und es gibt immer mal Leute unter euch, die sagen, Mensch, geil, der macht ja auch das und ey, der spielt Mario und was weiß ich nicht alles. Finde ich cool. Und darum geht's mir ja. Ich will ja bei euch das auch ein bisschen rauslocken. Es gibt ja auch andere Sachen als Supercard, ne? Das ist ja ganz einfach so. Aber ich habe schon, wir lesen ja dann gleich mal die Kommentare ein bisschen durch, schon geguckt, dass viele, also einer hier, der Oliver, hatte, glaube ich, geschrieben, dass so ich auch mal ein bisschen über Motivation Supercard reden soll. Und ja, und da denke ich mal, werde ich dann noch ausschweifend darüber reden. So wie ich mich kenne. Fass mal jetzt nochmal zusammen, was ich jetzt gerade euch versucht habe rüberzubringen. Die Abonnenten. Es ist surreal für mich. Ich freue mich da jedoch mega drüber. Ich hätte halt im Leben einfach nie damit gerechnet. Es hat meine Erwartung bei weitem ja, es ist weit über meine Erwartung, was ich ganz einfach hatte für mich auf YouTube. Das muss ich ganz einfach mal so sagen. Und freue mich trotz alledem über jeden, der auf diesen Abo-Knopf drückt, über jeden, der da einen Kommentar da lässt, einen Daumen da lässt. Freue ich mich. Aber es ist, ich muss. Ich sage ganz ehrlich, ich muss für mich irgendwie noch lernen, damit umzugehen, weil es halt so komisch ist. Es ist einfach eine komische Situation für mich.
Aber trotzdem, Leute, für die, die jetzt durch das Video auf meinen Kanal gekommen sind, abonniert mich weiter. Ja, es ist vollkommen okay. Es freut mich ja natürlich einfach so. Und ja, bin dann halt sehr gespannt, wenn wir jetzt mal so in die Zukunft ein bisschen blicken, bin sehr gespannt, wo es mit diesem Kanal noch hingeht. Also wirklich jetzt. Und vor allem, ich habe ja dann auch manchmal so eine Geistesblitze, wie mit dem Stream, das war auch so ein Geistesblitz, wo ich dann gesagt habe, ah, das willst du auch mal machen. Und jetzt kommt halt so die heiße Phase, wo es dann halt wirklich mal startet. Also wie gesagt, Leute, diese nächste Woche erwartet den ersten Stream. Und da können wir ganz einfach auch noch auf eine andere Art und Weise in Kontakt treten. Dann lassen wir jetzt mal das Thema Abos. Wie gesagt, danke, Leute. Danke, danke, danke. Total geil. Mehr kann ich dazu jetzt erstmal nicht sagen. Ist für mich ganz einfach eine. Es ist einfach komisch. So, und jetzt, bevor wir da mal über das Thema Community und so eine Sachen reden, was ich halt angekündigt habe, ich habe ja gesehen, dass einige auch noch andere Sachen hatten, die ich gerne mal in dem Video hier mit ansprechen soll. Wir ziehen hier nur mal ganz schnell die Karten, dann bereite ich mal mein Handy, habe ich jetzt hier so in der Hand, bereite ich da mal so weit vor, dass ich das hier mal vorlesen kann und da vielleicht auch schon mal was dazu sagen kann. Wir müssen, glaube ich, jetzt immer kurz auf Kämpfe warten. Ja, so, wir gucken mal ganz kurz. Ich habe wesentlich keine Reihenfolge. Ich lese jetzt einfach mal so von oben nach unten. Hier, der Eds Optimus hat geschrieben, schreibt es auch immer viel drunter. Super, ich danke dir dafür, Keule. Schreibt hier, super Video. Die Themen fürs morgige Video sind echt top. Freue mich auf die Grinding-Folge. Glückwunsch zu den beiden Dieven, Keule. Mach weiter so. Danke dir. Super Kommentar. Freut mich. Der Marcelinho Live, hast du vorher auch das Live da drin gehabt? Weiß ich nicht. Also der gute Marcelinho schreibt auch hier Glückwunsch zu den 600 Abis. Ach, Glückwunsch zu den 600 Abus. Oh Mann, dieses Alexa-Bild will's auch. Ach, du sprichst das jetzt so an hier wegen dem von der Eventkarte. Ja, das ist klar, das ist natürlich, Bilder mit Dieven und Gürtel ist natürlich immer eine geile Sache. Und ich habe ja meine Ulti-Karten mir noch aufgehoben. Ach, seht ihr, ich habe hier das von der WrestleMania 33-Karte. Drin, hauen wir mal das raus. Die meisten kennen ja diese Karte, denke ich mal, unter euch ist, denke ich mal, jetzt kein Geheimnis. So, der gute Chaos Jason schreibt hier Road to 1000 Abus, Hashtag On Air Army. Ja, das sind so Kommentare, die finde ich mal richtig geil. 1000 Abus, Leute. Ich komme mal nicht mal mit den 600 klar. Also was heißt nicht klar? Also es ist eine Zahl, die halt einfach die ist, heftig. Und 1000, oh Gott, ey. Wer weiß, wie ich dann drauf bin. Heul ich dann vor der Kamera? Ich weiß es doch wohl. So, der gute Bro, WWE. Ja, du schreibst auch immer sehr, sehr viel in die Kommentare. Das ist auch richtig geil. Herzlichen Glückwunsch zu den 600 Abonnenten. Hast du ja echt verdient. Und auch Glückwunsch zu Charlotte und Bailey. Viel Erfolg in deinem King of the Ring. Super Video. Weiter so. Alter! King of the Ring! Da müssen wir auch mal kurz gucken. Da müssen doch Energiekarten nachgezogen werden. Oh, danke fürs Kommentar. Aber trotzdem, Bro, auf jeden Fall vielen, vielen Dank für das Kommentar. Oh, was ist hier los? Es hakt. Es klemmt. Ja, wie gesagt, ich hab da gestern gesehen, den King of the Ring hat sie hier gestartet mit Charlotte und Bailey dort so zum Sandbaggen. Und bis jetzt läuft es vergleichsweise gut, weil so viel habe ich jetzt auch noch nicht Energiekarten nachgefüllt. Hier Platz 5. Ach, und hier gehen wir doch mal rein in den Chat. Richtig, ich habe ja Zuschauer von mir hier gefunden. Ne? Was heißt gefunden? Die haben mich gefunden. Der gute Clumsy Hothead. Und der gute Gordon, ist oh total komisch. Ich gehe in den King of the Ring drin und da schreiben da Leute drin. Ey, du bist doch der Christian von R. Das ist ja der Wahnsinn, ich bin mit jeder drinne. Wer hätte das gedacht, dass das irgendwann mal passiert? Ah, hier der gute Clumsy schreibt, hallo Christian, ich bin ein Abonnent von dir. Wäre cool, wenn du mich im nächsten Video erwähnst. Clumsy, das ist hiermit gemacht. Du bist erwähnt und seist so viel, vielen lieben Dank gegrüßt. Wow. Das ist schon wieder, ich weiß auch nicht, ob ich eine Waschmaschine in der Gusche habe. So, dann hier flüstern. Ja, jetzt lesen es alle. Es tut mir leid. Bin ein Riesenfan von dir. Ah, Leute. Fan. Wisst ihr, was ein Fan ist? Könnt doch nie Fan von mir sein. Ich bin doch nur bloß der Christian. Aber wenn du es bist, ey, Wahnsinn. Geil. Es ist halt, ich hätte nie gedacht, dass irgendwann mal jemand ein Fan von mir ist oder so eine Kacke. Mein T-Shirt sitzt total kacke. Das regt mich immer auf, wenn dann hier der Kragen so weit offen ist. Pisst mich an. So. Auf jeden Fall, Clumsy, geile Sache.
Und ich hoffe, dass ich dir dann mit diesem Gruß in dem Video auch eine Freude machen konnte. Der gute Gordon, hallo Christian, ich schaue auch deine Videos, schön dich hier zu treffen. Ja, was ein Zufall, genau, mega cool. Hier habe ich geschrieben, hey Jungs, hier grüß euch ganz herzlich. Oh, hier habe ich wieder diese fette Fingerkrankheit gehabt. Seht ihr das? Grüß euch. So wie ein Barzi, ne? Oh, ich grüß euch. Ne, das war jetzt ein Sachse. Ach, so vollkommen egal. So, Christian, hab vorhin dein Freitagsvideo angeschaut. Wie immer, super. Danke. Super, Gordon. Vielen Dank. Falls wir uns im Viertelfinale sehen, lasse ich dich auch gewinnen. Brauchst du nicht machen, Keule, überhaupt kein Problem. Habe ich auch geschrieben, musst du nicht machen, der Wettkampf zählt. Dann klammen Sie nochmal Hallo und dann viel Glück im King of Swing. Also Gordon und Klamsi, ihr seid hier nochmal gegrüßt und ich glaube, für euch läuft es doch ziemlich gut, ne? Gordon hier auf Platz 1 und Klamsi, hoch wie ich, auf Platz 5. Ja, ich denke mal, wir werden uns, denke ich mal, in den Achtelfinalen oder Halbfinale mal sehen und dann bin ich richtig gespannt, Mann. Und dann geht's nach vorne. Leute, alles wird gut. Alles wird gut. So, wen habe ich denn jetzt vorgelesen? Den Bro habe ich vorgelesen. Dann jetzt den WWE. Staune ich eigentlich, dass der Name noch nicht so vergeben war. Gut, schreib gutes Video wie immer, freue mich schon auf die Ausgabe morgen. Würde mich mal interessieren, was du von NXT hältst. Ach, das ist ja eine richtige Frage. Oha. Da mach mal nebenbei jetzt einfach auch mal ein Kämpfchen. Ach kommt, Leute, ich bin heute Supporter durch und durch. Wir hauen jetzt hier mal die Credits raus. Es sind noch ein paar da. Was halte ich von NXT? Ich finde NXT super. Ich finde es richtig super. Und ich verfolge es ja mittlerweile auch immer mehr, auch wenn ihr seht hier, wenn ich hier meine Aufkleber-Unboxing mache, dass ich von NXT keine Ahnung weiter habe. Aber es ist einfach dem geschuldet, dass ich es halt früher sehr sporadisch geguckt habe und jetzt versuche, das alles ein bisschen aufzuholen. Ich halte von NXT sehr, sehr viel. Ich finde es halt nur auch total krass. Es war ja früher so mehr so, naja, sage ich mal, eine Liga, eine Institution gewesen, um ganz einfach Zukunftsstars für die WWE zu rekrutieren. Mittlerweile finde ich, ist NXT auf einem verdammt hohen Level, was quasi, ja, sich selbst schon komplett repräsentieren kann. Und es ist ja dann natürlich krass, wenn du so eine Charaktere hast wie Bobby Roode, Asuka, früher, Kevin Owens und was weiß ich nicht alles. Ihr wisst, was ich meine. So richtig prägnante Charaktere, die ganz einfach NXT groß machen. Und es ist dann natürlich immer schade, wenn die dann zur WWE wechseln zum Teil, muss ich ganz einfach sagen. Aber ich freue mich dann natürlich, wenn so zum Beispiel so eine Asuka oder Kevin Owens oder Sami Zayn, wenn die, oder hier Bobby Roode, wenn die dann natürlich in die WWE Raw, SmackDown oder Division und sowas dann gehen, dass die dort dann ihren Weg gehen. Aber es ist auch immer wieder ja schlecht für NXT, wenn die gehen. Ist einfach so, weil die brillieren dort. Und man hofft natürlich, dass die bei SmackDown und Raw gleichermaßen Gas geben können oder in der Cruiserweight Division. Ihr wisst, was ich meine. Also auf jeden Fall mag ich NXT sehr und ich mag sie sogar so sehr, dass ich halt sage, dass sie mittlerweile eine wirklich eigene Show dort auf die Beine gestellt haben. Ihr kennt es ja selber, wenn hier Takedown und so kommt, das sind dort Veranstaltungen, das ist der Wahnsinn. Also NXT ist einfach klasse. So, dann schreibt er hier noch, wann kommt die nächste PCC oder kommt überhaupt noch eine? Ja, natürlich kann ich dir die Frage nicht beantworten. Ich habe ja da jetzt mit den Entwicklern Studio Cat Daddy 2K absolut gar nichts zu tun. Ja, ich finde es genauso schade, dass PCC nicht mehr da ist. Andererseits bin ich auch froh, weil wenn man PCC sich die Eventkarte holen wollte, hieß das natürlich wirklich das ganze Wochenende datteln. Und da bin ich eigentlich in dem Punkt froh, dass PCC nicht mehr da ist, weil man ganz einfach mehr Zeit am Wochenende hat. Aber natürlich bringt es ja diesen Wettkampfgedanken und was weiß ich nicht alles, bringt PCC natürlich ein bisschen höher. Weil ganz einfach nur begrenzte Anzahl Leute sich die Karten holen konnte und was weiß ich nicht alles. Und damit war PCC natürlich auch zum Angeben, sage ich ruhig mal so, immer eine geile Sache. Und man war natürlich am Ende auch von Stolz erfüllt, wenn man sich dort die Eventkarte geholt hat, ne? Ist ja nun mal ganz einfach so. So, der gute Hellraiser, wir waren mal zusammen im Team. Ich grüße dich. Ich bin schon wieder in meinem Stuhl eingesackt, ne? Also als ob hier so ein Loch ist. Ich weiß doch auch nicht, Leute. So, der schreibt hier Top-Videokeule, bin mal gespannt und bin gespannt, ob und wann Season 4 rauskommt. Da sagst du was. Da bin ich auch richtig gespannt wegen Season 4. Ob sie ein Reset machen oder ob dann die Leute erst recht abspringen. Ich weiß es nicht. Ich bin ja, gehört zu der Fraktion. Ich würde ja ein Reset begrüßen.
So dieses alle auf Null. Aber ich kann auch die Argumentation verstehen, wenn viele sagen, ich habe so viel Arbeit in meine Karten reingesteckt, wenn nicht sogar auch Haufen Geld und was weiß ich nicht alles, und will die einfach nicht verlieren, dass sie wertlos wären. Kann ich genauso nachvollziehen, diese Argumentation. Ja, ich bin auch gespannt, ne? Ich weiß nicht, ob sie das jetzt nur so lange ziehen, dieses. Also ich kann mir, ich weiß nicht, mit wem ich mir darüber mal geschrieben habe. Gut, Club mit dem Daniel, habe ich mir geschrieben, dass ich ja so die Vermutung habe, dass es um Weihnachten passiert. Aber wie gesagt, das ist nur eine Vermutung. Aber wir müssen einfach abwarten, ne? So, die Mia. Du wolltest auch mal gegrüßt werden, ne? Ja, das mache ich dann hiermit. Du seist gegrüßt auf jeden Fall. Schreibt hier super Video wieder mal, aber ändere doch bitte mal die Bilder links. Mit deinem letzten Pull bin da ein bisschen Monk. Ja, geil. Bin da ein bisschen Monk für die Ogul. Aber wie es der Zufall so will, habe ich heute tatsächlich die Bilder geändert. Also hoffe ich zumindest. Also muss auch mal ganz kurz in meine Maske hier gucken. Ja, ich habe sie tatsächlich geändert, weil mir das selber nämlich aufgefallen ist. Mensch, da musste mal was ändern. Ist jetzt wirklich Zufall, dass das da mit dem Kommentar dann jetzt hiermit so dabei ist und ich das wirklich gemacht habe. Herrlich. Und jetzt habe ich hier diese Fettfingerkrankheit. Jetzt habe ich wieder wohin geklickt, wo ich eigentlich hinklicken wollte. So, der gute Oliver schreibt, ist auch ein sehr, sehr netter Zuschauer, der auch immer schöne Kommentare unter meinen Videos lässt. Also Oliver, du bist da auf jeden Fall auch gegrüßt jetzt von mir. Super, morgen ein Grinding-Video, kann ruhig etwas länger sein wie sonst. Das werden wir sehen, Oliver. Themen sind soweit gut. Vielleicht kann man mit den Abonnenten drüber sprechen, ob die Lust auf das Spiel noch da ist und wenn nicht, warum? Höre jetzt öfters, dass viele schon wieder das Interesse verlieren. Ja, Oliver, das höre ich auch. Jetzt nicht nur von YouTubern, sondern auch so von vielen Zuschauern höre ich, dass das Interesse da ist. Und ich bin ganz ehrlich, ich kann in gewissen Punkten nicht ganz verstehen, warum. Klar, King of the Ring, seht ihr selber, bei mir läuft scheiße. Gut, ich habe persönlich ja diese Motivation durch euch. Auch noch an dem Spiel am Ball zu bleiben. Aber selbst wenn jetzt YouTube nicht wäre, wüsste ich ganz genau, ich würde es trotzdem weiter zocken wegen meinem Team. Weil ganz einfach das Team die Motivation auch noch ziemlich gut hochtreiben kann. Aber ich habe von vielen das schon gehört, dass die Motivation weg ist. Und ich kann es nicht verstehen, um ehrlich zu sein, weil wir haben das, was wir alle wollten, lange drauf gewartet haben, eine neue Deckstufe. Das ist schon mal Punkt 1. Gut, dann mit dem Battleground. Ich fand es persönlich gut, dass nicht jeder kleine SummerSlam 17-Karte gekriegt hat. Dass das jetzt natürlich so läuft, dass man eigentlich kaum dort, also bis gar nicht inne kriegt, ist natürlich auch richtig scheiße. Aber es gab die Möglichkeit, SummerSlam 17-Karten zu holen. Und in meinem Team sehe ich ja auch, dass viele inne kriegen. Auch ein Punkt, ne? Ja, King of the Rings und die Events halt, ne? Dass ich glaube, warum die Motivation weg ist, liegt eher daran, dass so richtig nichts Innovatives mehr kommt, sondern dass halt immer wieder dieselbe Schema RD, RTG und so weiter ist. Das ist halt so ein bisschen das Blöde. Was auch ein Punkt ist, dass Motivation weg ist, dass viele natürlich ein Problem haben, ein Team zu finden. Dass viele, wenn sie ganz einfach in dem Team sind, und die dort mal 1, 2 Wochen keine Zeit haben. Es kann echt durch so eine banalen Sachen sein, wie ich bin auf Klassenfahrt oder ich habe Prüfungen und was weiß ich nicht alles. Und dann werden die rausgeflaggt und stehen schon wieder da und suchen das nächste Team. Finde ich auch scheiße. Da können wir jetzt mal so ein bisschen auf dieses Community-Ding so zu sprechen kommen. Da lege ich das erstmal hier zur Seite, das Handy, weil das wird eben ein bisschen ausschweifen da jetzt. Ich habe ja gestern im Video erzählt, dass ich ja da bei Destiny was erlebt habe und das so ein bisschen übertragen kann auf Supercard. Ich erzähle erstmal ganz kurz, wie es dazu kam. Ich habe schön Destiny gespielt am Wochenende. Total geil, weil dadurch, dass ich auch frei hatte und so, halt mir da komm, heute gehst du es mal an und spielst hier schön Dämmerungsstrike und Raid. Für die, die das nicht kennen, das heißt quasi, du musst dir Leute suchen, mit denen das zusammen spielen kannst. Nutzt dort, wie bei Supercard, übliche Plattform, Facebook, YouTube, was weiß ich nicht so weiter, um dort Leute zu finden. Und ich bin ja nun mal in der Situation gewesen, dass ich, was so Raid angeht, du musst das zu sechst machen und der hat einen gewissen Ablauf und ich wusste ja nicht, was da geht. Und da muss man natürlich, ist man auf die Hilfe anderer Angewiesene, dass die eben das erklären und eben auf eine gewisse Weise mit durchziehen. Muss ich dazu sagen, als Destiny 1 damals gab, habe ich das sehr oft gemacht, weil ja, jeder war mal in der Situation, dass er keine Ahnung hatte und das erste Mal vor sich hatte. In was für einer Form auch immer. Wehe, ihr denkt Schweinisch. Und ja, und da muss man ganz einfach mal ein bisschen an die Hand genommen werden. Ich habe das damals halt auch gemacht und war jetzt halt in der Situation, dass ich diese Hilfe gebraucht habe und ich habe sie nicht gekriegt.
Also ganz im Gegenteil, ich wurde bei PlayStation 4, wenn ich dort dann in eine Party gegangen bin, ausgelacht, dass ich keine Ahnung habe. Und da habe ich mir, und das waren halt meistens, es tut mir leid, es jetzt so zu sagen zu müssen, Kinder gewesen. So Altersklasse, sage ich jetzt mal, zwischen 12, 13 bis 16, 17. Und die haben mich ausgelacht. Da habe ich mir gedacht, auf was für ein Niveau bin ich jetzt hier gerade unterwegs. Hab dann auch gesagt, hier, ich wünsche euch noch ein schönes Leben, macht's gut. Hab schon mich ein bisschen geärgert, dass ich es nie aufgenommen habe. Weil da hätte man so einen Leuten in irgendeiner Weise vielleicht so einen Denkzettel verpassen können. Auf jeden Fall war ich dann in einer anderen Gruppe drinne gewesen, da war dasselbe gewesen, dass die eigentlich nur blöde Kommentare gemacht haben. Und das Schlimme ist, wenn dann viele sich damit rühmen, was sie schon geschafft haben und was weiß ich nicht alles. Und genauso ist es bei Supercard auch. Leute, nehmt es mir nicht übel, wenn ihr euch die Eventkarten und sowas holt, müsst ihr damit nicht angeben. Das sage ich ganz ehrlich. Und ich sage auch ganz, ganz ehrlich, wenn ich hier bei Facebook Kommentare sehe, Freitagabend, wenn die Leute dann sagen, ich habe mir in der RD oder RTG die Karte schon geholt, wie weit seid ihr denn eigentlich so? Da sage ich mir immer so, was willst du erreichen mit dem Kommentar? Dass ich jetzt ein Plakat male, hochhalte und sage, du bist die geilste Sau, am besten ein Foto mache? Weiß den Sinn dahinter nicht. Weil seien wir mal ganz ehrlich, Leute, die ich, die jetzt mal hier so Credits reinhauen oder die sich einfach das Wochenende hinsetzen und das spielen, für die ist es, die können sich die Karte holen. Aber ich tue mich doch bei euch auch nicht profilieren damit. Ich sag doch jetzt ohne, ich bin geil, ich habe mir Alexa geholt. Das haben so viele. Warum muss ich mich damit rühmen? Und Leute, die sich damit rühmen, da weiß ich ehrlich gesagt nicht so richtig, was da falsch ist. Wenn man sich in einem Team eine Team-Event-Karte zusammenholt, speziell jetzt bei der RTG, da sage ich, da kann man stolz sein. Weil jeder, der Supercard spielt, weiß, man braucht dort ein gutes Team und ein Team, was dort am Ball ist. Und da kann man wirklich dann schon sagen, ja, da kann man stolz auf sich sein, das kann man auch posten und was weiß ich nicht alles. Alles okay. Da sage ich wirklich nichts. Aber dann diese Applausgeilheit, sage ich jetzt mal, was sie dann durch so eine Post haben wollen, steige ich nicht so richtig dahinter. Also Leute, ich gebe ja auch nicht mit meinem Deck hier an, habe ich überhaupt keinen Grund dazu, weil im Endeffekt spielt doch das Spiel jeder für sich alleine. Klar, es ist das, also wiederum versteht mich jetzt nicht falsch, ich finde es cool, wenn dann manche so eine Post reinhauen, hier die und die Karte gezogen, ich kann die zum Pro machen. Das finde ich, das ist vollkommen okay. Ist ja auch so ein bisschen Informationsgehalt für ihn selber. Klar, kommt dann auch schnell der Neid und was weiß ich nicht alles, aber hey, warum nicht? Warum soll man seine Puls nicht zeigen? Das mache ich, davon lebt ja mein Kanal, sage ich jetzt mal. Ich zeige euch auch, was ich pulle, wie ich spiele, was für Karten ich mir hole. Ich gebe aber nicht damit an. Ich erzähle es euch ja einfach bloß. Und wie gesagt, das ist komisch. Und das habe ich bei diesem Destiny-Ding dort halt auch erlebt. Wo ich mir gesagt habe, Leute, es gibt doch auch noch andere Sachen im Leben, wo man einfach mal stolz darauf sein kann, das erreicht zu haben. Sei es jetzt bestimmte Abschlüsse, Studiumsabschlüsse, bestimmte Meilensteine, die man auf Arbeit erreicht hat, die man privat in seinem Leben erreicht hat, wenn man Kinder hat und was weiß ich nicht, alles darauf soll man stolz sein. Das sind so Sachen. Aber man muss sich ja irgendwie nicht profilieren wollen, indem wer ein besseres Deck hat und alles sowas. Das ist Quatsch. Das muss man in meinen Augen nicht machen. Sag ich hier jetzt mal. Und seien wir mal ganz ehrlich, die Motivation eines Spiels ist natürlich gut, wenn die Community groß ist. Ich wiederum hab's dann natürlich einfach. Ich habe ja hier meinen YouTube-Channel und habe die Leute, mit denen ich da im Austausch bin. Und das passiert ja auf eine respektvolle und gute Art und Weise. Deshalb ist der Spielspaß für mich weiterhin garantiert in diesem Spiel. Das muss ich ganz einfach mal so sagen. Macht's mir natürlich sehr einfach. Und ich bin natürlich richtig froh, wenn ich es durch meine Videos schaffe, bei euch so diesen Funken Motivation da auch ein bisschen mit so hervorzukitzeln, Leute. Das ist doch einwandfrei. Das ist ja auch der Grund, warum ich diese Videos mache. Aber ich hoffe wirklich, ich habe mich da jetzt mit meinen Aussagen nicht um Kopf und Kragen jetzt hier bei euch geredet. Ich will da hier auch keinen gegen die Karre pissen oder irgendein Beef anzetteln. Aber Leute, bevor ihr da manchmal irgendwelche Postdote raushaut, überlegt mal, wie es vielleicht bei anderen ankommt. Und dann immer fragen, was erwarte ich mit diesem Post? Was will ich da jetzt so irgendwie schaffen damit, ne? Es ist, man muss ja diesen Neid nicht hervorrufen. Und genauso ist es eben, wenn man ein Team hat und jemand dort oder bei Facebook auch wieder ein gutes Beispiel, stellt eine Teamanfrage und hat halt was, weiß ich, hier bloß normale WrestleMania 33 Karten. Und da kriegt der Reaktion, dass er ausgelacht wird und was weiß ich nicht alles und dass er sagt,
Das ist Quatsch. Das ist völliger Quatsch. Wir haben ja jetzt auch unser letzter Neuzugang, der Active Reissack, der hatte auch bloß normale WrestleMania 33 Karten, aber zeugt halt davon, dass er in jedem Event, seitdem er bei uns ist, auch Battleground am Start ist. Also der reißt hier seine Punkte runter und deshalb, man kann ja Leute anhand ihrer Karten nicht einschätzen. Du weißt ja nicht, du kennst ja den Mensch dahinter nicht und weißt ja nicht, wie seine Motivation in Team-Events ist. Es gibt auch Leute, die spielen bloß Supercard aufgrund der Team-Events, weil sie sagen, das macht den Spaß. Aber die sich halt auch sagen, ich will mich das ganze Wochenende nicht hinknallen und mir die Eventkarte holen. Das ergibt für mich keinen Sinn. Muss man auch respektieren, diese Meinung. Aber halt in Team-Events sind die Leute mit am Start. Und das ist geil. Und wenn man da natürlich in seinem Team dort, ja, wenn man dort so, sagen wir mal, so 3, 4 Leute hat, die halt so nicht diese Eventkarten sich holen wollen oder können, was weiß ich nicht, als auch bei Team-Events Gas geben, hey Leute, warum nicht? Feel free auf jeden Fall. Wir haben davon auch Leute bei uns im Team. Und die sind trotzdem mit am Ball, wenn es um Team-Events geht. Also Leute wirklich nicht vorverurteilen. Und vor allem nicht auslachen. Sowas ist völliger Quatsch. Wie gesagt, bei mir hier auf dem Kanal, in den Kommentaren ist das noch nicht vorgekommen. Hier gehen alle gut miteinander um. Muss ich jetzt einfach mal sagen. So. Wie lange nehme ich denn jetzt eigentlich schon wieder auf? Ich habe überhaupt keine Ahnung. Was? Über 40 Minuten. Kommt mir vor wie 5. Ich weiß es nicht. Super. So, Oliver. Ich hoffe, Thema Motivation haben wir damit jetzt ein bisschen angesprochen. Habe ja auch Community-Aspekt dann noch so ein bisschen angesprochen. Ich glaube, ich will eigentlich viel, viel mehr dazu sagen. Aber vielleicht fällt mir ja noch was ein. Der Klaus schreibt hier, super Video, Christian. Ich habe auch Charlotte gezogen. Ah, sehr geil, sehr geil. Die gute Charlotte. So, der gute Alichen Game schreibt, gibt es irgendeinen Clan, wo es kein Limit mit den Ligen gibt? Ja, das ist ja genau das, was wir gerade angesprochen haben. Also ich hoffe, ich deute deine Frage jetzt richtig. Aber du darfst es den Teams natürlich nicht übel nehmen, wenn du jetzt, nur mal als Beispiel, will ich jetzt nicht persönlich, wenn du jetzt ein Elite-Deck hast oder ein Ultimativ-Deck hast und willst dann gleich ein SummerSlam-Team. Das geht nicht. Die Leute, die da drin sind, die haben sich das ja auch irgendwie erarbeitet und wollen ja weiter vorne kommen. Nach vorne kommen. Vollkommen verständlich. Und ich weiß gar nicht, da musste ich ehrlich gesagt auch ein bisschen schmunzeln, Leute. Habe ich auf Facebook wieder gesehen, hat einer gepostet, der hatte 2 SummerSlam-Karten in den Slots gehabt und hat eine Ulti Pro Diva gehabt. Das waren seine Teamkarten. Und schreibt da drunter, aktiver WrestleMania 33-Spieler. Die Pause ist berechtigt, Leute, weil 2 SummerSlam-Karten und eine Ulti Pro Diva. Wenn er ein aktiver WrestleMania-Spieler wäre, dann hätte er auch ein WrestleMania-Pro. Andere Sache, gut. Sucht ein SummerSlam 17-Team. Keule, also der das Video, den Post da gemacht hat, du wirst in kein SummerSlam 17-Team kommen damit. Du hast, erstens hast du die Karten nicht, aber es gibt ja auch Leute, die so eine Leute halt aufnehmen, was ich auch gut finde. Haben wir in unserem Team ja auch schon so gemacht. Aber die auch sehen, dass du kein aktiver Spieler bist mit diesen Karten. Und die Karten, die da drinnen waren, das waren auch noch welche, die halt in Team-RDs drinnen waren. Ja, das nimmt ihn dann nicht jemand ab, ne? Wenn da jetzt jemand schreibt, ich bin ultimativ plus plus und der hat dort Ulti-Pros, komplette Esse, den nehme ich das ab. Der ist ein aktiver Ulti-Spieler. Oder wenn da einer WrestleMania 33 Pros hat und da ist eh eine Eventkarte dabei. Da weißt du, alles klar, das ist wirklich ein aktiver WrestleMania 33 Spieler. Ja, das ist nun mal so. Die Karten verraten einen dann schon ein bisschen viel. Aber wie gesagt, Leute, tut die Leute nicht nur wegen ihren Karten beurteilen. Viel könnt ihr ja auch lesen, wenn ihr dann seht, wie viele Kämpfe der schon gemacht hat. Wenn da Leute so schreiben, hier aktiver Spieler und der hat 2000 Matches gemacht, das ist so für die Ligen unten so verstärkt. Elite, Ulti, guter Start für so eine Leute, aber so oben bei SummerSlam 17 Teams, da muss man natürlich auch einfach ein bisschen was vorweisen. Ich hatte ja auch die Situation damals gehabt, wo WrestleMania Tierstufe war, also nicht die 33, sondern die davor, musste ich mich auch bewerben in anderen Teams, sage ich jetzt mal. Und die wollten natürlich auch wissen, hast du Eventkarten, wie viel zockst du und was weiß ich nicht alles. Aber ich verstehe, dass es schwer ist, in Teams zu kommen. Auf jeden Fall, Leute. So, der gute Gordon, ja, das ist der hier aus dem King of Swing, hat auch geschrieben, hier, super Video, wie immer, klasse. Hier nochmal, Hardy Boys for Champions. Ich glaube, du musst in deinem Overlay mal den Cena letzten Pull rausnehmen. Habe ich gemacht, habe ich gemacht. Der gute
Jane, ich weiß nicht, wie man deinen Namen ausspricht. Jane, habe ich noch nie gesehen. Jane, ist das ein Name? Noch nie gehört. Jane Potz. Christian, hast du mal Otto Wanz gesehen? Na, live natürlich nicht. Ich weiß auch nur, Otto Wanz war ja Wrestler und am Ende natürlich Promoter für europäisches Wrestling. Hat das natürlich mit groß gemacht. Ist ja, glaube ich, jetzt auch gestorben im September. Deshalb denke ich mal, sprichst du das hier auch an. Hat ja damals auch AWA gewrestelt und gegen Typen wie, also so 90er Jahre, 80er, 90er Jahre. Und hat dort auch mal hier gegen Andre the Giant Hulk Hogan, hier Sergeant Slaughter, könnt ihr selber auf YouTube mal gucken, hat dort die Kämpfe bestritten. Der ist halt leider von uns gegangen. Also Otto Wanz kenne ich. Österreicher, ne? Big Otto Wanz, Österreicher war der, glaube ich, ne? Hier der gute Massive Gaming. Super Video. Glückwunsch zu den Dieven. Freue mich auf morgen und mit dem Pech im King of the Ring bist du nicht alleine. Ja, das ist leider so. So, hier schreibt jemand, der gute Mike. Wirst du dir WWE 2K18 holen? Falls ja, welche Edition bezüglich SummerSlam-Karten? Wie findest du das Preisverhältnis bezüglich der verschiedenen Editionen? Also ja, ich hol's mir. Wir können übrigens wieder einen Kampf machen. Ich hole mir WWE 2K. Will das ja, wie gesagt, nur streamen. Habe ich ja vorher angesprochen gehabt, nächste Woche Freitag. Preisverhältnis, es ist definitiv teuer. Da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. 150 € für diese NAF Edition, ne? Wenn du jetzt aber mal diese 150 € mal so oft dröselst, jetzt gehen wir mal wirklich durch. Du hast das Spiel, sagen wir jetzt mal 60 €. Du hast die Figur, die John Cena-Figur da drin, die ich ja sammle. Kennt ihr ja aus meinen Unboxings, also für mich schon mal gut. Die beschlagen wir mal mit 30 €. Da sind wir schon bei 90. Dann hast du diese Ringmatten-Ausschnitt von John Cena dort in diesem Bilderrahmen dort, ist ein Merchandise-Artikel, rechnen wir jetzt mal, sagen wir mal 20 €. Da sind wir bei 110 € jetzt. Dann hast du den Season Pass. Den kannst du locker mal mit 30 € rechnen. Wie viel war, was habe ich gesagt, 110, da sind wir jetzt bei 140 €. Dann kriegst du ja gleich so zusätzliche Moves und was weiß ich, also da kannst du auch nochmal 20 € dazu rechnen. War schon 160. Dann, dass du es eher spielen kannst, sagen wir auch mal 10 €, sind wir bei 170. Und dann natürlich noch für Supercard-Spieler die drei Pros und Leute, die schon mal vier Packs geöffnet haben, um dort ein Pro zu holen, die wissen, worum es da geht. Und wenn ich da jetzt sage, wenn ich Pro jetzt einfach mal 20 € rechne, das ist mega wenig. Da kannst du dort mit einem Warenwert von 60 € rechnen. Für diese drei Pros. Und wir kommen dort auf weit über 200 € für diese Box. Echt wert. Und von daher ist dieser Preis in meinen Augen legitim. Weil es wirklich mal eine Box ist, eine Edition ist, wo wirklich viel drin ist für Leute wie mich, die viel mit Wrestling anfangen können und dort ja auch gefächert sind. Also wie gesagt, für mich lohnt sich diese Box enorm. Ich will das Spiel, ich will die Figur, ich will die Karten haben, ich will das Bild haben mit der Ringmatte, weil ich da schon einen habe von Hulk Hogan. Die Bonusinhalte will ich haben, den Season Pass will ich haben und was weiß ich nicht alles. Für mich lohnt sie sich. 150 € ist megamäßig viel Geld. Definitiv, da müssen wir uns gar nicht drüber unterhalten. Aber für mich, sage ich, ist okay. So, der gute Dominik schreibt hier einfach nur noch mal, grüßt du mich bitte in dem nächsten Video. PS, gutes Video. Ja, Dominik, du seist dann jetzt hier auch gegrüßt von mir. Und da sind wir dann jetzt auch schon durch mit dem, was ihr da drunter geschrieben habt. Auf jeden Fall danke für die Beteiligung. Richtig gut. Ihr habt es jetzt quasi geschafft, dass das Video noch länger geworden ist. Sage ich jetzt mal. Und ja, wir wollten ja Community Motivation. Das war eigentlich so ein schöner Anreiz gewesen. Wie gesagt, ich finde, dass auch die Community die Motivation quasi steigt. Und so eine Facebook-Gruppen sind ja eigentlich auch dafür da, um auszutauschen und was weiß ich nicht alles. So das Erlebte, ja, ganz einfach damit anderen zu teilen. Was anderes mache ich ja hier auch nicht. Und wie gesagt, immer bitte respektvoll miteinander umgehen und es muss keiner ausgelacht werden. Allerdings, manche Leute, wenn die dort ihre Posts reinhauen, auch mal so ein bisschen drüber nachdenken, was will ich mit dem Post erreichen, was für eine Reaktion erwarte ich, was für eine Reaktion könnte mich erwarten, was weiß ich nicht alles. Also manchmal auch ein bisschen nachdenken, und bitte immer tolerant miteinander umgehen. Wie gesagt, in der Community hier bei mir total geil. Da kann ich einfach nichts Negatives sagen.
Aber man sieht es ja selber bei Facebook oder wie ich es jetzt in meinem Beispiel, was ich euch ein bisschen erzählt habe bei Destiny, wie ich das halt so miterlebt habe. Und sowas würde ich mir auch nie erlauben. Ich würde niemals jemanden runtermachen, weil er jetzt noch nicht auf SummerSlam 17 Stufe oder so ist. Es gibt ja selbst Leute, das weiß ich, die mich verfolgen, die auch mal drunter schreiben, dass sie halt Elite-Stufe gerade sind und dass sie sich übelst gefreut haben, in der RTG die Elite-Karte zu holen, weil es ein Pro für die ist. Ey Leute, ohne Scheiß, freut euch doch für die Leute mit. Er ist doch super. Der hat ganz einfach auch was geschaffen für sich. Und das finde ich klasse. Und ich hoffe umso mehr, dass die Leute dann auch ein Team finden und so. Und deshalb, Leute, nutzt es ruhig aus, unter meinen Videos in den Kommentaren dort mit reinzuschreiben, wenn ihr dort auf der Suche nach einem Team seid. Das ist überhaupt kein Problem. So. Was macht man jetzt denn noch? Macht man jetzt noch mal eine 10er-Runde? Eine 5er-Runde? Leute. Was soll der Geiz? Wir tun's fürs Team, alles für den Dackel, alles für den Club. Und dann machen wir jetzt hier mal noch ein paar Kämpfe fürs Team. Weil es ist doch Feiertag. Das Problem ist nur, das müsst ihr dann auch mal so sehen, wenn ich jetzt, nur dass ihr da mal so ein bisschen Bescheid wisst, wenn ich jetzt hier so ein Video aufnehme, das sieht ja ganz stark danach aus, dass das hier heute mal eine Stunde wird wieder, aber ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Wenn ich das dann rendere und umwandle, weil ich nehme ja Tonspur und Bild und das nehme ich ja alles extra auf. Das muss ja dann zusammengefügt werden in einer Videospur. Das nennt sich halt Rendern und muss halt in ein gewisses Dateiformat gepackt werden mit Auflösungen und was weiß ich nicht alles. Da kannst du bei so einem Stundenvideo bei meinem Rechner kannst du da locker mal so mit auch so eine Stunde anderthalb rechnen. Braucht das zum Rendern. Und dann musst du das Video auch noch bei YouTube hochladen. Das dauert auch noch mal locker so anderthalb Stunden bei meinem Upload. Und ich habe einen guten Upload. Das muss ich auch dazu sagen. Aber das werden wir dann beim Stream sehen, ob mein Upload super ist, ne? Aber auf jeden Fall, da kannst du noch mal so fast 2 Stunden rechnen bei einem Stundenvideo. Also wirklich Aufnahme und hochladen, bis es dann bei euch ist. Wenn ich das wirklich ad hoc immer gleich danach mache, dann, ja, da kannst du schon so von 3,5 bis 4 Stunden bei so einer Grinding-Ausgabe von ausgehen. Und deshalb weiß ich auch ganz genau, wir werden es sehen. Die Wahrheit wird es uns dann zeigen. Es ist jetzt um 2 auf meiner Uhr und dann werden wir ganz einfach mal sehen, wie lange es gedauert hat. Aufnahme um 2. Ich denke mal, bis wir dann hier fertig sind mit allem, wird es dann 2:30 sein. Oh, die Katze will rein. Die Katze will rein, Leute. Ich lasse gleich rein. Ich mache nur den Kampf fertig. Oder sie ist jetzt wieder abgehauen, weil sie keinen Bock hat. Nee, doch nicht. So. Aber auf jeden Fall, Team-Event läuft gut und ich hoffe mal, ich bin auch sehr gespannt hier, wie lange wir die 10-Punkte-Kämpfe machen können, weil es sind ja so viele SummerSlam 17 Pros jetzt dazugekommen und ich muss auch gleich mal gucken, ich habe, glaube bei den Diven noch meine Alexa Bliss-Karte da drinne. Die muss da natürlich raus, Leute. Oh, wir sind bei Kurt Hawkins angekommen jetzt. Sehr schön. Und das vor Nachmittag, also vor um 3, sage ich jetzt mal. Das ist natürlich geil. Man merkt, die Leute haben frei und haben natürlich auch einfach mal ein bisschen Zeit. Ach, und das wollte ich euch ja auch erzählen. Ist uns ein kleines Malheur passiert. Ich nenne hier keine Namen, es ist auch scheißegal, wem das passiert ist. Wir haben natürlich vor der RTG, vor der Team RTG, unsere Karten da reingemacht, die wir trainieren wollen und waren damit ein WrestleMania 33 Team. Und blöderweise haben wir in dieser Konstellation eine TBG gestartet. Und deshalb wird es dort bloß WrestleMania 33 Belohnung maximal geben. Ja, es ist so ein Anfängerfehler, sowas kann passieren. Aber es geht ja natürlich auch mittlerweile um die Battle Points. Und die wollen wir uns natürlich trotzdem nicht durch die Lappen gehen lassen, Leute. So, wen knall ich denn rein? Die gute Mae Young. Hauen wir hier mal wieder mit rein. Damit ganz einfach wieder die besten Karten drinne sind, weil jetzt kommt ja so langsam die Phase, wo es wirklich beginnt, spannend zu werden, Leute. Ja, Money in the Bank. Ihr wisst, mein Hassmodus. Ich war irgendwie wieder faul am Wochenende gewesen, habe kaum Punkte gemacht. Jetzt kommt hier meine Katze. Das darf doch jetzt nicht wahr sein. Katze will kuscheln. Ihr seht nur den Schwanz, ne? Ja, so ist es halt. Die Katze will auch mal ihren Auftritt haben. Ja, ist natürlich, hier ist nun mal der Katzenbaum hier so neben mir und da will die Katze halt auch einfach mal hin. Ah, jetzt legt sie sich hin. Mensch, Simba, wärst du mal ins Bild gegangen? Hätte sich der Welt mal zeigen können. Amateure.
Oh Gott. Jetzt habe ich auch total vergessen, worüber ich eigentlich geredet habe und was ich mit euch machen wollte. Aber so ist das nun mal. Oh, hier hat jemand das Bild von der Karte bei der WrestleMania 33 Karte drauf geknallt. Sah auch ziemlich pornös aus, muss ich wirklich mal sagen. Sehr, sehr nice, um ehrlich zu sein. Oh, Teamchat. Da ist jemand erstmal mit der Familie unterwegs. Vollkommen okay, so soll das sein. Es läuft doch super und wir haben noch so viel Zeit bis abends, weil Leute, es ist definitiv kein Wettrennen, wo wir wieder bei den Posts sind, die, sag schon, die bei Facebook reinhauen hier freitags, dass sie mit einer RD schon fertig sind und so. Leute, es ist kein Wettrennen. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Alles ist gut und wir sind jetzt schon bei der letzten Karte. Das ist doch einfach mal super. Aber liegt natürlich auch daran, Feiertag, ne? Wieso setze ich mich jetzt so hin? Bin ich jetzt hier der Pascha vom Dienst oder was? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, was da manchmal mit mir los ist. Ich bin nur so ein kleiner Zappel, Philipp, ne? Ich merke das, wenn ich jetzt hier so lange sitze und so. Eieieiei. Ah, hier, der gute Iron Eagle hat sich tatsächlich Money in the Bank, den Dean Ambrose hat er sich geholt und schon geprot. Finde ich natürlich richtig geil, auf jeden Fall. Ah, der Iron Eagle, der ist da auch immer mit krass am Start, was Money in the Bank angeht. Diese Motivation hätte ich da wirklich auch mal richtig gerne. Da beneide ich ihn schon mal ein bisschen dafür. Auf jeden Fall läuft es noch richtig gut. Ich muss da nur gleich mal gucken, ob alle so ihre besten Karten so reingehauen haben. Auf jeden Fall, wir haben ja jetzt ganz paar Punkte gemacht. Und ich war auch, bevor ich das Video aufgenommen hatte, also aufgenommen habe, angefangen habe, wie auch immer, Leute, war ich, glaube, insgesamt bei Punkten. Ich habe noch gar nicht viel gemacht. Waren es 120, 130, weil ich halt wusste, dass ich zum Nachmittag dann halt erst ein bisschen mehr Zeit habe. Aber wir gucken mal bei Teampunkte-Übersicht. Ich weiß, dass David und Jeff haben richtig Gas gegeben. Ja, hier, richtig krank hier. Active Reissack ist am Start. Der ist am Start. Ich bin bei 280. Ja, bis heute Abend mache ich auf jeden Fall meine 500, werde ich hier noch machen. Aber wie? Oh, wie soll ich hier noch 500 Punkte machen? So viele Punkte sind ja gar nicht mehr zu holen. Ist auch immer so ein Ding, ne? Das ist krass, wenn dann Leute immer so sagen, hier 400 Punkte vorausgesetzt. Wenn dann aber Leute im Team sind, die da, oder sagen wir mal zwei Leute, die da mal so über 1000 Punkte bei so einer RTG reinjucken, wie will man sich denn da noch Punkte holen? Also es ist immer sehr, sehr kompliziert, wenn man so eine Maßgabe macht, wie viele Punkte man machen soll. Das ist ja echt immer so. Ja, das ist halt je nachdem, wie das Event läuft, ne? Manche haben mal, sagen halt auch von vornherein und finde ich vollkommen okay. Die sagen, ich bin auf Arbeit, habe keine Zeit, ich kann das ab um 5 Uhr Nachmittag zocken. Und wenn man dort, wie jetzt schon, wir sind bei Hawkins, wie will denn der noch so viele Punkte machen? Der wird es höchstens schaffen, 100 Punkte zu machen und das ist schon richtig hoch gegriffen. Und sollte man denen dann deswegen böse sein und sagen, hey, du spielst aktive Team-Events nicht mit? Völliger Quatsch, Leute. Völliger Quatsch. Also wie gesagt, man muss auch immer die zwei Seiten sehen. Wenn, klar, 400 Punkte ungefähr vorausgesetzt, aber wenn es Leute gibt, die 1000 machen, das sind 600 Punkte zu viel und das werden andere definitiv zu wenig machen, weil sie ganz einfach die Punkte nicht mehr machen können. Ne? Also man muss da auch einfach mal ein bisschen logisch an die Sache rangehen. Und dann sollte man die Leute deswegen nicht verurteilen. Völliger Quatsch. Hier steht gerade Warten auf Netzwerk. Ah, sehr gut, es geht weiter. Es geht weiter, Leute. Es steht schon wieder da, Warten auf Netzwerk. Oh Gott, das Spiel möchte nicht mehr, dass wir aufnehmen. Das geht ja mal gar nicht. Aber trotz alledem hoffe ich, dass es euch eine kleine Freude war, heute zum Dienstag hier mal noch so eine zusätzliche Grinding-Ausgabe zu machen. Ich denke mal, wenn ihr das Video seht, werden viele mit dem Team-Event schon fertig sein. Aber Leute, dann nutzt dieses Video doch einfach und guckt es euch an, wenn das Singles-Event losgeht, wenn die Alexa Bliss RTG losgeht. Da werde ich ja dann auch wieder ein Video zu machen. Das ist ja dann quasi schon Freitag, mache ich das ja immer, ne? Mensch, dann ist ja nur Grinding-Videos hier auf dem Kanal. Das ist ja der Wahnsinn. Aber ich weiß ja, dass euch das gefällt und es macht mir ja auch Spaß, diese Videos aufzunehmen. Und deshalb ist das doch vollkommen in Ordnung. Wenn es euch gefällt und mir gefällt, warum sollten wir das nicht machen? So. Auf jeden Fall läuft's von die Punkte her. Es läuft, Leute. So. Ach, und hier war ich gerade hier. Reset hatte, ich habe diesmal meine Resets nicht gezählt, weil irgendwie haut es eh nicht mehr hin. Ich ziehe jetzt mittlerweile, das ist jetzt mit Charlotte passiert, das ist davor passiert.
weit unter 150 Resets waren diese Pulls gewesen. Und das ist dann halt schon ein bisschen komisch, ne? Naja. Naja. Ja, also haben wir heute geredet, Abus haben wir geredet, wir haben über Motivation haben wir ein bisschen geredet, wir haben über, ja, Season 4 haben wir ein bisschen geredet, was vielleicht passieren wird. Ja, Stream, wie sich das so ein bisschen gestalten wird. Haben heute eigentlich schon wieder ganz schön viel gesappelt, ne? Auf jeden Fall. Und wie gesagt, Leute, ich will bald eine Facebook-Page da noch gründen, ne? Aufmachen, erstellen, nennen wir es, wie wir es wollen, wo dann ganz einfach auch, ja, wo wir dann quasi auch so befreundet sein können und dort dann auch immer ein bisschen schnacken können, auf jeden Fall. Dit machen wir! Dit machen wir! Weil dit macht Spaß! Ist echt Wahnsinn, wie viele SummerSlam 17 Pros jetzt hier mittlerweile am Start sind. Das ist einfach der Wahnsinn. Freut mich natürlich, dass wir innerhalb unseres Teams dann wirklich hier so einen Aufstieg wieder gemacht haben. Total geil. Ihr habt es ja selber mitgekriegt, wie demotiviert ich da war, wo wir die ganzen RTGs am Anfang nicht geschafft haben. Aber dann kam natürlich der Push, wo die Leute dann ihre Battle Points nutzen konnten und SummerSlam 17 Karten sich holen konnten. Dadurch haben natürlich richtig viele Leute, konnten sich da dann Pros dort dann holen. Ne? Und das ist natürlich richtig geil auf jeden Fall. So. Das ist auch mal ein schönes Tag Team. Jason Jordan Big Show. Warum nicht? So, es kommt tatsächlich auch nochmal zu einem Tag Team. Ja, und wie gesagt, Leute, ich hoffe, ihr habt euch alle schön Alexa Bliss geholt für die, die es wichtig war und die, die es konnten, weil es wird natürlich mit einer der wichtigsten Karten für die SummerSlam 17 Stufe sein. Also das muss man wirklich einfach mal so sagen, ne? So, ich würde sagen, wir belassen es dann auch erstmal dabei. Wir gucken nochmal beim King of the Ring rein, wie der letzte Kampf lief. Und weil ich habe ja dann noch ein Date mit dem lieben Marius von Marius Wrestling Blog, der mich ja ein bisschen mir ein paar Instruktionen geben möchte bezüglich, wie Streams funktionieren auf YouTube und mir da ein bisschen Hilfestellung geben will. Und den möchte ich da natürlich nicht versetzen, geschweige denn da zu spät zu unserem virtuellen Meeting sein, ne? Das geht ja gar nicht. Und jetzt zum Ende haben wir jetzt hier echt so ein bisschen Netzwerkprobleme. Das darf ja einfach nicht wahr sein. Ich sehe es über eine Stunde, Leute. Über eine Stunde. Das ist ja mal richtig heftig. Das ist wirklich mal eine lange Ausgabe. Und ich merke es auch, ich habe mir heute nichts zu trinken mitgenommen. Und hier steht die ganze Zeit warten auf Netzwerk, Leute. Es tut mir so leid. Ja, wie gesagt, ich habe mir heute nichts zu trinken hier mitgenommen. Ich merke, ich habe so einen trockenen Hals. Das ist so nervig. Ich muss erstmal was trinken. Und in Rochen. So. Da haben wir jetzt hier auf jeden Fall gezogen. Ich sehe gerade 85 Offladekarten habe ich da gehabt. Ich habe nämlich noch gar nicht aufgeladen. Ne? Aber das kann ich ja dann definitiv noch machen. Alles gut. Ach, hier ist gerade ein Match, was wir sogar gewonnen haben gegen Clumsy. Mensch, Keule, das tut mir leid. Hast du nicht gelevelt? Oder was war da los gewesen? Ne? So, kann ich hier leveln? Nee, ist ja noch von vorhin. Alles klar, kein Problem. Dann haben wir da einen Sieg gegen den guten Clumsy, den ich vorhin noch so lieb gegrüßt habe. Fege ich den hier weg? Ja, ich konnte heute früh auch WrestleMania 33 Fusion starten, die nächste. Ja. Leute, das war unsere Dienstags-Grinding-Ausgabe, vollgepackt mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. Nee, alles gut. Ich hoffe, ihr hattet euren Spaß gehabt. Ich habe mal auf jeden Fall gehabt. Wir konnten mal wieder richtig geil quatschen. Ne? Und ich freue mich schon sehr, wenn wir dieses Quatschen projizieren können auf die Streams. Das ist das große, der große Next Step auf diesem Kanal, um das einfach mit euch zu erleben. Die Abonnenten, sage ich mal immer, die sind da, um ganz einfach dort eine gewisse Gruppe zu erreichen und mit denen dort in Kontakt zu treten. Total geil. Freue ich mich richtig drauf. Auf jeden Fall. Das soll es gewesen sein, Leute. Ich danke euch vielmals, dass ihr eingeschaltet habt zur heutigen Tag der Deutschen Einheit Grinding-Ausgabe. Vielen Dank, Keep on Wrestling und habt viel Glück beim Team-Event. Ich hoffe, ihr schafft eure Ziele und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal, Leute. Macht's gut. Ciao.